Tempel von Xi'an. Da sind wir wieder. Jetzt im Inneren, wir haben es in der Cutscene gesehen, das Talion war tatsächlich der Schlüssel zum Tempel. Und genau, jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen Licht hier. Und nun ist Lara dem Objekt ihrer Begierde, dem Dolch von Xi'an, ganz nah. Sehr schön, sehr aufwendig. Wieder ein ganz anderes Design, rot und gold, so wie wir es auch schon von dem Symbol kennen. Ich gehe jetzt auch extra ganz langsam, ein bisschen feierlich. Und da liegt er wohl. In das Maul eines Drachen hineingeschoben. Sehr, sehr schöne Kameraeinstellung. Leider ist der Dolch ein bisschen schlecht zu sehen. Ja, soll es das schon gewesen sein? Da schmeißt sie jetzt mal einfach ihren Müll dahin, ihre Fackel. Nein, ich will euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Wir holen uns jetzt den Dolch. Oder auch nicht. Oh, da ist sie gleich tot. Ja, ganz feierliche Stimmung im Arsch. Ich wusste, dass sie da runterfällt. Ich dachte nur, dass sie auf der Schräge landet. Ja, jetzt machen wir das Ganze mal weniger feierlich und stürmen auf den Dolch zu. Genau, und halten uns erstmal fest. Ja, nicht hochziehen, das bringt jetzt nicht so viel, Schatz. So, ja. Wir hätten übrigens auch nicht drüber springen können. Für den Fall, dass ihr diese Idee hattet, die hat natürlich jeder mal gehabt. Ja, man kann nicht drüber springen. Ja, das wird jetzt nicht ganz so einfach, unten zu landen. Ich bin mir auch fast sicher, dass auf diesem Weg nach unten sogar ein Secret versteckt ist, das ich aber nicht kriegen werde, weil ich dazu ganz genau wissen müsste, wie man abspringen muss. Das werde ich jetzt nicht hinkriegen. Es ist jetzt auch nicht mehr schlimm für mich. Wir hören... Oh, wir sehen eine Kugel. Eine Stahlkugel. Wir hatten Klingen. Ich weiß nicht, was... Ich sehe nichts, weil sie rückwärts rutscht. Jetzt rutscht sie vorwärts. Aber den Kopfsprung, den habe ich jetzt tatsächlich noch hingekriegt. Und wir haben eine Strömung, gegen die wir nichts tun können. Stürzen einen Wasserfall hinunter. Ach herrje. So, aber jetzt ist Ruhe. Erstmal ganz schnell an Land und erstmal gucken, wo wir sind. Ja, der Tempel scheint ein bisschen größer zu sein. Tatsächlich ist das genau das Level, von dem ich nicht wusste, ob es vielleicht nicht sogar noch einen Tick größer ist.
als das Kloster von Bakang. Ich glaube, die beiden nehmen sich nicht sehr viel. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welches wirklich das längere ist von beiden. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, welches das schwerere ist von den beiden, denn hier gibt es keine Mönche, die uns helfen. Es gibt allerdings auch keine Söldner. Oder wenn es welche gibt, dann nicht sehr viele. Mit Gegnern werden wir es hier nicht allzu viel zu tun haben. Umso mehr mit Fallen und anderen hässlichen Dingen, die uns das Leben schwer machen. Hier sehen wir goldene Fische. Ja. Die allerdings nicht ganz nett zu uns sind. Und deshalb, so schön sie auch sind, ich würde sie gerne leben lassen. Aber wir tun uns, glaube ich, keinen Gefallen, wenn wir sie verschonen. Und deshalb, ja. Gut. Ich springe jetzt hier erst nochmal rein und gucke mich ein kleines bisschen um. Diese Höhle ist ja relativ überschaubar. Holla. Geht's da etwa hoch? Nein, das sah nur so aus. Der Wasserfall verursacht eine leichte Strömung, die uns auch wieder wegtreibt. Allerdings ist das wirklich nur eine leichte Strömung. Also, ach, hier kann man noch durchtauchen. Oh, das sieht schon sehr viel vielversprechender aus. Na, da will ich jetzt aber trotzdem erst nochmal zurück. Wir hatten ja noch diese kleine Leiter, an der wir uns gerade auf die Plattform gezogen haben. Und die möchte ich mir ganz gerne noch anschauen. Es ist ein schönes Level, finde ich. Es ist auch wieder ja, sehr aufwendig gemacht. Viele schöne Details, finde ich. Ein paar kleine Highlights. Ja, gut, das hätten wir uns auch sparen können. Da werden wir wohl einen Schlüssel brauchen, wer hätte es gedacht. Ja, also es ist wieder vom Stil her ganz anders. Es ist eben nicht Tibet, kein Kloster, es ist ein alter chinesischer Tempel, der möglicherweise von Qin Shi Huangdi erbaut wurde, dem ersten Kaiser. Und dem ersten Drachen. Es ist naheliegend. Der nette Tiger zerstört uns gerade unsere Atmosphäre. Jawohl. Es könnte ein Indochina-Tiger sein. Möglicherweise. Die sind etwas kleiner als zum Beispiel die Bengal-Tiger. Aber auch ein bisschen kräftiger, so orange. Tiger sind ein bisschen heller und sind wunderschöne Tiere. Aber ja, das Thema Tiger hatten wir ja schon mal im letzten Level und das hat mir nicht gut getan, da zu lange zu philosophieren. Deshalb stelle ich das Thema auch sofort wieder ein. Es sind natürlich die gleichen Tiger, die wir auch im allerersten Level hatten, an der großen Mauer. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Xi'an liegt nicht an der großen Mauer. Das ist ein ganzes Stück weit davon entfernt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es dürften schon. Ja, doch. Also im dreistelligen Bereich der Kilometerzahl. Oh, da hinten liegt was. Also keine Ahnung, ob das vielleicht 200 Kilometer sind oder 600 Kilometer. Ich kann das ganz schlecht einschätzen, weil diese Karte, wo ich diesen Unterschied gesehen habe, eben keinen Maßstab hatte, leider. Ach, ich wollte doch nur die Munition haben. Jetzt stell die doch nicht gleich schon am Anfang so an. Mensch. Und was ich auch schon erwähnt hatte, um da nochmal kurz auf die Cutscene zu kommen, die Entfernung zwischen Tibet und Xi'an. Lara hat sich ja in Tibet dann diesen Jeep unter den Nagel gerissen, hat ihre Verfolger abgehängt und ist dann, so wie es aussah, nach Xi'an durchgefahren. Wie gesagt, Luftlinie 2000 Kilometer, mit dem Zug wären es 3000. Mit dem Auto kann man da vielleicht noch einiges abkürzen. Aber selbst, also jetzt lassen wir es mal 2.500 Kilometer sein. Da hat sie doch hoffentlich ein paar Tankstellen in der Zwischenzeit gefunden. Also offenbar hat sie das. Ja. Auf jeden Fall war sie eine ganze Weile unterwegs. Aber wir wollen das jetzt ja mal nicht so genau nehmen hier, ja? Das ist nur eine Nische. Ich habe allerdings gerade eben schon was gesehen. Oh, die Säulen sind auch so schön gemacht hier. Und vor allem,
Finde ich total geil. Diese Drachenköpfe als Fackellampe, ganz klasse. Das hier ist eine Plattform und ich denke, ich erinnere mich an den Eispalast. Da hatten wir es auch mit einer bestimmten Art von Plattformen zu tun. Jawohl. Aber das war jetzt ziemlich absehbar. Also es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Es hätte eine Druckplatte sein können, die irgendwas bewirkt, wenn man sich draufstellt, oder eine Katapultplattform. Es war dann letzteres. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Die Brücke auf der rechten Seite habe ich sehr wohl gesehen und den Hebel hier auch. Damit haben wir jetzt also. Ach so, ich dachte eigentlich, das Schlüsselloch wäre für die Falltür. Anscheinend nicht. Dann ist das Schlüsselloch wahrscheinlich für diese große Tür gewesen, die da halb im Wasser lag. Wenn man hier runterschaut, sieht man schon, der Abstand zu dieser Brücke ist zu groß. Wenn du mich jetzt vom Dach runterschmeißt, bin ich ernsthaft sauer. Na toll, aber wenigstens. Oh, doch, hier ist was passiert. Wobei ich jetzt gar nicht sagen kann, ob das nicht sogar schon vom Levelanfang kommt. Und von den Tigern. Hervorragend. Kann ich mich gleich mal heilen. Aber 9 große Medipacks, das kann ich verkraften. So, Adler weg. Fische weg. Tiger weg. Auf zu unserer geöffneten Falltür. Da drüben kommen wir übrigens auch noch nicht weiter. Aber ihr könnt jetzt schon langsam erahnen, nachdem ihr da jetzt noch einige Türen, Brücken, Falltüren und ähnliches gesehen habt, das Level hat es in sich. Sollte aber auch meiner Meinung nach so sein. Immerhin ist das das 15. Level von 18. Da ist auch noch ein Gang. Ich tauche jetzt da mal rein. Ach, da liegt ein Medikit. Schön. Es ist das 15. Level von 18. Und es ist das hier an Level. Ja, da ist ein Schlüssel, aber da ist das Tor zu. Okay. Es ist eben der Tempel von hier an. Und somit, ja, Highlight des Spiels oder ja, Mittelpunkt des Spiels. Es ist übrigens ganz interessant. Im Englischen heißt das Ganze The Temple of Xian oder Xian. Ich schaue mir das gerade nochmal an hier. Temple of Xian. Ja. Im Deutschen wird es übersetzt mit Tempel des Xian. Ich bin mir nicht sicher, ob es Xian auch als Person gab. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht einfach ein Übersetzungsfehler ist. Denn alles, was ich euch bisher schon erzählt habe über diese ganze Geschichte mit dem Kaiser, der auf der Suche nach Unsterblichkeit war, Xian als mythologische Bedeutung und so weiter. Oh, widerliche Spinne. Also wenn überhaupt Gegner, dann sind es doch eher Tiere hier. Ja, ich denke ganz, ganz stark, dass die Stadt oder die Region Xi'an gemeint ist und keine Person. Und dass Temple of Xi'an einfach falsch übersetzt worden ist im Deutschen. Und dass es eben nicht heißen sollte, der Tempel des Xi'an, sondern der Tempel von Xi'an. Und deshalb sage ich das jetzt auch einfach mal so. Ja, jetzt stehe ich hier auf so einer schönen auf so einer schönen Plattform und sehe gerade nicht, also da oben kann ich mich nicht festhalten. Ah, ich kann wohl darunter. Ja, genau, da ist auch eine Leiter. Die ist jetzt hier in dem Level nicht mehr ganz so gut zu sehen. Aber mir fällt natürlich auch sofort wieder auf, dass die Felsen hier wieder eine andere Farbe haben. Anders als in der Grotte der Maria Doria, aber auch anders als im tibetanischen Hochland oder tibetischen. Ich habe den Steindrachen gesehen. Und ich unterstelle mal, wenn ich mich da jetzt fallen lasse, nimmt das ein böses Ende. Soll ich das mal versuchen? Ach, wir haben ja gerade gespeichert. Ich versuche das. Ja, das war fast klar. Das hier unten ist kein dreckiges Wasser, es ist auch kein harmloses Blut. Es ist tatsächlich sowas Ähnliches wie Lava. Und da hilft dann auch kein Medikit mehr mit schnelle Makorte hinterherwerfen oder so. Wenn sie da reinfällt, ist sie hin. Ja, das ist eine der kleineren, offensichtlicheren Fallen in diesem Level. Wir werden da noch ganz andere abkriegen. Ich mag es trotzdem. Es hat auch wieder, es hat eine schöne, unheimliche, spannungsgeladene
Atmosphäre, finde ich. So eine kleine Mischung, ja, aus... Nein, gar keine Mischung, sondern es hat schon so ein bisschen was von Indiana Jones, finde ich. Ja, also mir fällt einfach jetzt nichts anderes ein, womit ich sonst noch vergleichen könnte. Außer vielleicht, oh ja doch, okay, eine ganz abgefahrene Mischung aus Indiana Jones und Baphomets Fluch. Ich frage mich jetzt nicht, wie ich darauf komme. Es ist einfach eine große Tempelanlage, die aber eigentlich fast nur aus ja, schwierigen Irrwegen und Fallen besteht. Also diese Anlage ist da garantiert nicht dazu gedacht, dass hier irgendwelche Mönche, Priester, was auch immer, friedlich umherziehen, wie man das vielleicht bei Tempeln sonst denkt oder wie es in Bakang im Kloster der Fall war, sondern hier soll einem einfach der Weg nur so schwer wie möglich gemacht werden. Das haben sie auch ganz gut geschafft, muss ich sagen. Trotzdem habe ich... Hoffentlich klappt das jetzt. Ja, Trotzdem habe ich vor diesem Level nicht wirklich Angst. Also Angst ist ja sowieso übertrieben. Da drüben geht's weiter, aber vielleicht kriege ich noch einen Weg zum Steindrachen. Doch, ich kann mich da hinhangeln. Okay, dann mache ich das. Das ist jetzt nicht allzu schwierig. Ja, jetzt zum Beispiel, also zum Thema Angst. Nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Ich habe ja nicht wirklich Angst vor bestimmten Stellen in dem Spiel. Aber es gab halt schon damals, als ich das erste Mal gespielt habe, als es rauskam, habe ich dann relativ schnell erfahren müssen, dass ich bei einigen Passagen ein nicht wirklich gutes Gefühl hatte. Also da, wo es schon ein bisschen mulmig war, wo ich so ein bisschen Herzklopfen hatte und wo ich froh war, wie ich es hinter mir hatte. Ich habe ja ich habe ja da auch jedes Mal darauf hingewiesen, das waren die Söldner in der Berghütte. Das war natürlich die legendäre Grotte, man fragt der Maria Doria mit den beiden Haien und den drei Barracudas. Es ist der Anfang des 40-Faden-Levels, wobei der ist mir einfach nur eher nervig und frustrierend und hat nicht so sehr mit Angst zu tun. Auch jetzt zum Beispiel beim Kloster von Bakang, ziemlich am Ende, die Stelle, wo ich diese ganzen Söldner in den Gang eingesperrt habe mit den Mönchen, das fand ich, da war ich auch immer froh, wenn ich es weg hatte. Die blöden Spinnen hier, aber die sieht man wenigstens. Im Gegensatz zu den Spinnen ganz am Anfang im ersten Level, die man nicht gesehen hat. Ja, also Angst ist vielleicht doch sehr übertrieben ausgedrückt. In dem Level ist es jetzt so, da fällt mir aktuell, es gibt eine Stelle, die mag ich nicht. Die finde ich sehr unangenehm. Allerdings nicht, weil sie... Okay, es gibt zwei Stellen, fällt mir gerade ein. Die aber vor allem darin begründet sind, dass man relativ wenig sieht. Ja, und allgemein sind es auch entweder, wenn ich weiß, viele Gegner kommen oder wenn ich nichts sehe. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich einfach, ja, nicht wirklich mag. Es geht hier gerade sehr schön linear voran. Ich werde auch in diesem Level häufig, so wie jetzt, langsam gehen. Zum einen, um die Atmosphäre ein bisschen zu genießen. Oha. Und zum zweiten, um nicht blind irgendwo reinzulaufen, wo ich nicht reinlaufen sollte. Und ich muss unbedingt dran denken, hier sehr häufig zu speichern. Okay, Stacheln, Kletterwand, an der man nicht komplett hochklettern kann, so wie es aussieht. Das probieren wir jetzt einfach mal. So. Ich habe mich auch wirklich schon auf diesen Bereich gefreut, auf den Tempel von hier an. Was ist denn jetzt eigentlich Sache? Also, nee, sie kann nicht weiter hochklettern, das ist schlecht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, ja, gut, lösbar. Rückwärtssalto, nochmal springen rüber. Okay. Ja, das war jetzt nicht schwer. Man musste nur erstmal gucken, was man tun soll.
Also zur Geschichte, wir haben das Talion aus dem Kloster von Bakang, beziehungsweise aus diesem ja, Eispalast, der zu dem Kloster von Bakang gehört, rausgeholt und sind damit hier rein. Und das hat die Sekte Fiammanera mitbekommen. Wir hatten ja da ein paar Folge, die wir, ein paar Verfolger, die wir abgeschüttelt haben. Und die wissen jetzt also, wo wir sind. Wir können jetzt darauf warten, dass ein gewisser Marco Bartoli, den wir noch nicht vergessen haben, vielleicht jetzt auch auf dem Weg hierher ist. Der Tempel ist ja jetzt offen. Der kann jetzt theoretisch ja einfach hinterher. Ja, warum ich jetzt noch nicht weitergegangen bin, ist, glaube ich, offensichtlich. Warum ich nochmal gespeichert habe, auch. Nix wie los. Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Wow. Okay. Kann sie sich da hochziehen oder ist es zu schräg? Sie bleibt stehen. Okay. Hier geht's weiter. Da ist ein Hebel. Ich könnte hier aber auch noch ein bisschen rumhüpfen. Um mir. Ja, gut, das ist jetzt nicht schwer. Da muss ich ja nur darüber. Das ist ja alles, das sind ja alles gerade Plattformen. Ich versuche mal, mir die Granaten zu holen. Eigentlich mehr so aus reiner Gier, weil. Ich glaube nicht, dass ich sie noch großartig brauche. Aber ich kann es jetzt nicht mehr richtig sagen. Also es ist ja erst das 15. Level und nicht das 18. Ich weiß natürlich, welche noch kommen. Und ich weiß, dass in mindestens einem diese Granaten für mich völlig uninteressant sein werden. Da, ja. Nee, da sage ich jetzt noch nichts dazu. Es soll ja auch Leute geben, die das Spiel nicht kennen und trotzdem dieses Let's Play gucken. Und, oder die sich jetzt vielleicht einfach nicht dran erinnern. Es ist jetzt auch gar nicht wichtig, ehrlich gesagt. Ja. Und in den anderen beiden Leveln, die da noch kommen, oder auch in diesem, ich weiß nicht, ob ich da großartig für Granaten Verwendung habe. Oh, jetzt haben wir dieses Gebäude geöffnet, das sich ja im Tempel befindet oder im Tempelkomplex selber befindet. Vielleicht ist das jetzt auch der eigentliche Tempel. Ja, wir können ja natürlich versuchen, nochmal auf diesen Wasserfall zu springen. Es bringt uns nur nichts. Warum da jetzt eine Leiter ist da drüben, kann ich gar nicht sagen. Ich nehme einfach an, dass wir da vielleicht nochmal hinkommen. Weil ich kann das gerne mal zeigen. Sie wird sofort runtergespült. Da ist ja jetzt auch nichts passiert. Also gut, wir schwimmen jetzt zu diesem Nebengebäude oder zu diesem Hauptgebäude, was auch immer das ist, zurück. Das erinnert mich übrigens total an. Jetzt muss ich überlegen. Palast des Midas, Tomb Raider 1 oder doch lieber Tomb Raider 4. Irgendwo gab es schon mal so einen Tempel. Also bei Tomb Raider 4, das verwechsle ich glaube ich gerade mit dem Tempel von Isis und Pharos oder wie der hieß. Der war nämlich, oder der Tempel der Kleopatra, das war auf jeden Fall unter Wasser. Und aber den meinte ich jetzt nicht. Es gab einen Tomb Raider Part, wo auch so ein Tempeleingang war, auch mit Wasser. Und als sie da rausgestiegen ist, waren dann auch noch irgendwelche komischen Reiter unterwegs. Vielleicht war es auch ein ganz anderer Teil. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Natürlich hatten wir auch noch den Tempeleingang oder den Klostereingang von Bakang. Also so ein kleines bisschen wiederholt sich das hier immer. Aber wie schon erwähnt, ist das jetzt hier wieder was völlig anderes, was dahinter lauert? Also in diesem Komplex behalte ich jetzt erstmal die Pistolen. Wechseln kann ich ja immer noch. Ich möchte hier einfach jetzt nicht mehr so viel Munition verschwenden. Ja, Figuren mit Schwert. Oh, ja, okay. Das wusste ich jetzt nicht mehr, aber jetzt haben wir den Beweis. Hier an steht vorrangig, also für Touristen und für kulturell Interessierte natürlich für den Fundort der Terrakotta-Armee im Mausoleum
des Qin-Shi-Huangdi. Da haben wir jetzt alles, was wir in Anspielungen brauchen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum überhaupt diese Info ja kursiert, dass dieser erste Kaiser auch der erste Drache war, aufgrund dieser Anspielung mit der Terrakotta-Armee. Die Terrakotta-Armee, das waren, ich glaube, bisher hat man über 8000 Figuren gefunden. Und ich muss mir das jetzt einfach nochmal anschauen. Ich glaube, dass die Männer, dass diese Figuren die Schwerter runterknallen lassen, wenn ich zu dicht rangehe. Deshalb tue ich das jetzt nicht. Ich kann ja auch nicht durch die durchlaufen. Also die vorderen haben sie ja noch ganz schön gemacht für die damaligen Verhältnisse. Ja, gut, vielleicht ein bisschen bauklotzmäßig. Aber ich sag ja, für die damaligen Verhältnisse. Bei den hinteren haben sie sich dann nicht mal ganz so viel Mühe gegeben. Aber ich finde das trotzdem absolut geil, diese Idee, jetzt tatsächlich diese Terrakotta-Armee hier reinzustellen, die ja, wie gesagt, eigentlich ins Mausoleum dieses Kaisers gehört. Und ich habe jetzt nicht gerade erwähnt gehabt, dass da die. Ach, ich bin so blöd. Okay. Was ist das denn? Kann ich da was einsetzen oder was drücken? Weder noch. Also sie reagiert auf dieses Teil hier gar nicht. Ich nehme aber an, dass man da was einsetzen muss, damit die linke Tür aufgeht. Okay. Gut. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ich finde es gerade richtig toll mit dieser Armee. Ich habe da mich gar nicht mehr dran erinnert. Das war jetzt für mich eine richtige Überraschung. Es ist eben sehr lange her, dass ich es gespielt habe. Und in diesem Level war ich, glaube ich, überhaupt erst dreimal oder so. Ich weiß, oder viermal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft ich es wirklich durchgespielt habe. Ich habe es aber dann nie so bewusst gespielt wie jetzt. Weil ich natürlich auch niemandem dazu was erklärt habe oder wirklich so im Detail auf solche Sachen geachtet habe. Speichern und einen Kontrollblick auf die Uhr, der sei mir hoffentlich kurz gestattet. Okay, machen wir noch kurz. Ich glaube, dass sie hier runterrutscht. Also springe ich hier drüber. Dann rutsche ich da drüben runter, dann muss ich da drauf und dann sehe ich nichts mehr. Oh. Das wird jetzt nicht beim ersten Mal klappen. Dieser Versuch ist auf Fehlversuche ausgelegt. Um erstmal rauszukriegen, wie man springen muss, das war falsch. Ich muss mit Anlauf springen. Okay. Jawohl. Verstanden. Ah, vielleicht schaffe ich ja jetzt in diesen paar Minuten, die uns für den Part noch bleiben, zumindest diese Sprungpassage. Jetzt bin ich zu früh gesprungen. Ich muss schon bis runter. In dem Moment, wo ich auf der Taste war, war mir klar, dass das viel zu früh war. Das kann noch lustig werden. Und ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass das Spiel uns sowas bietet. Ich habe da aber nicht so ein Problem mit. Also. Ja, da hätte sie sich jetzt noch festhalten müssen im Idealfall. Also es ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, es ist so ein bisschen eine Frage vom richtigen Timing und einfach auch Übung. Also solche Passagen, die muss man halt dann durchaus 3, 4, 5 Mal hintereinander durchspielen und dann hat man die eigentlich drauf. Wichtig ist halt, dass man ja, dass man nicht zu früh springt oder auch natürlich nicht zu spät. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Wichtig ist natürlich, dass man direkt davor abspeichert, wenn man sieht, dass sowas kommt. Und dass man einfach auch darauf eingestellt ist, ja, ich werde jetzt einige Male sterben. Ja, das gehört da in dem Fall einfach dazu. So. Das hätten wir. Aber ich speichere jetzt noch nicht sofort, sondern ich will erst noch gucken, wo es hier noch hingeht. Weil so schlimm war das jetzt eigentlich nicht. Dass ich da jetzt wirklich, ich glaube, viermal gestorben bin oder sowas, das war schon mein eigener Fehler, weil ich da zweimal vielleicht nicht ganz so konzentriert war. So, jetzt speichere ich aber, weil ich traue diesem Sprung hier nicht. Ich bin aber gerade ganz zufrieden, dass der Weg, der ist ja wirklich sehr linear, also ich hatte da jetzt gar keine anderen Möglichkeiten. Wo ich groß hingekonnt hätte. Oh, 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 Stachelwände. Oh, Hebel. Ich versuche trotzdem, das Medikit zu kriegen.
Hebel, zieh mal, rumdrehen und jetzt renn, 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 das wird nichts mehr. Boah. Vor allem, wo hätte ich denn hinrennen sollen? Da geradeaus. Boah, also okay, scheiß auf das Medikit. Ein Versuch noch und dann machen wir eine Pause. Und das mit dem Medikit lasse ich jetzt bleiben. So nötig habe ich es jetzt wirklich nicht. Ich möchte vor allem überleben. Hätte ich dann vielleicht noch eine andere Option gehabt? Uah, nee, hätte ich nicht. Abspringen. Abspringen ist keine Option. Kein Medikit mitnehmen. Kein Medikit mitnehmen. Das wird auch so schon knapp genug. Okay. Nicht abspringen, weil sie sonst zu sehr in die Knie geht. Jetzt aber der letzte Versuch. Also den einen aller guten Dinge sind drei. Den einen gönne ich mir jetzt noch. Und ja. Sie geht trotzdem in die Knie. Aber okay, aber gut. Laufen. Ziehen. Rumdrehen. Rennen, 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 rennen. Jetzt schaut es besser aus. Jawohl. Okay. Aber Medikit, keine Chance. Das liegt also wirklich nur da, um arglose, Medikit-gierige Spieler in den Tod zu locken. Ich habe da gerade schon wieder irgendwelche Türen gehört, die aufgegangen sind. Okay. Das ist jetzt schon gleich wieder die nächste Passage, wo es sinnvoll ist, abzuspeichern. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Ich freue mich schon richtig drauf. Mal gucken, was noch so kommt. Ging ja bisher ganz gut im Tempel von hier an. Ich habe jetzt, glaube ich, doch eher die Befürchtung, dass es nicht so gut weitergeht. Aber ich versuche mein Bestes. Und ja, und wir sind noch nicht am Ende. Denn wie gesagt, 15 von 18. Ein bisschen was kommt schon noch. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.